Folge Star Stable Online. Ja, es geht weiter mit dem Reitsportfestival, immer noch am Mittwoch. Allerdings ziemlich spät, wir haben es jetzt 7:45. Ja, es wird Zeit, Schluss zu machen, aber das hier möchte ich noch gerne aufnehmen, weil dann müsste ich eigentlich soweit alle Quests durch haben, ja. Dann wären es im Endeffekt nur noch Dailies und Rennen und die kann ich auch später noch machen. Also ja, fangen wir an. Willkommen im wunderbaren Streichelzoo des Jahrwegstalls. Hier gibt es jede Menge sehr freundliche Tiere, die nur darauf warten, von dir gestreichelt oder geknuddelt zu werden. Ah ja. Hallo. Geh einfach zu ihnen und kraule sie einfach. Sie werden es lieben. Ja, das werde ich später tun. Gut. Ich wollte ihn nur beenden, damit ich hier hinkomme. Denn das ist eine ganz neue Quest, die erst gekommen ist. Und ja, die soll wohl sehr interessant werden. Dasha, du bist hier, um uns zu beeindrucken. Vielleicht. Wir waren zuversichtlich, dir hier zu begegnen. Und mit wir meine ich selbstverständlich die Baroness Annabel Silverglade. Ich verstehe jetzt, warum sie so viel Wert darauf gelegt hat, in ihrem vollen Terminkalender einen Platz für einen Besuch des großen Reitsportfestivals zu finden. Oh, dann bürste ich Wonderbody besser mal. Das Festival lockt also auch die Creme de la Creme an. Die Baroness kommt. Nehmen wir das. Sie hat gehört, dass der Wettbewerbsgeist auf diesem Festival besonders ausgeprägt ist. Es gibt nichts Belebenderes, als gegen Konkurrenten anzutreten. Selbst die Zuschauer werden davon mitgerissen. Leider kann sie noch nicht hier sein. Es stehen zu viele Termine an. Also werde ich ihr vorerst Augen und Ohren sein. Haben Sie deshalb das Teleskop dabei? Ich bin nur hier, um die Reiter in Augenschein zu nehmen. Glaubst du etwa, die Baroness kommt her, um ihre Wettkampftage noch einmal aufleben zu lassen und sich wieder jung zu fühlen? Dafür hat sie teure Cremes und Lotions, wunderbares Zeug. Hast du sie schon mal gesehen? Nein, die Baroness möchte lediglich die herausragendsten Reiterinnen auf Jorvik aufspüren. Sie hat das Gefühl, dass diese Person an den Wettbewerben des Reitsportfestivals teilnehmen wird. Wenn du der Baroness zeigen willst, dass du herausragend bist, solltest du an den Wettbewerben des Festivals und an den Meisterschaften teilnehmen. Ich werde die Teilnehmer für sie beobachten, bis ihr Zeitplan es ihr erlaubt, sich uns anzuschließen. Wenn du ihre Erwartungen erfüllst, verdienst du dir vielleicht eine prestigeträchtige Schleife der Baroness. Ach so. Schick. Und bedenke, es handelt sich nicht um irgendeine Schleife, oh nein. Die Baroness hat diese Auszeichnung bisher nur sehr wenigen zuerkannt. Ist das nicht beeindruckend? Diese Schleife ist seit vielen Generationen mit der Familie der Baroness verbunden. Okay. Dann nur voran. Zeige der Baroness höchstpersönlich, was du kannst. Okay. 3 von 8. Nutter. Ich denke mal, dass damit gemeint ist, hier die ganzen Dailies zu machen. Ja. Und wenn 80 voll sind, kriegen wir wahrscheinlich diese Schleife, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Gut, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, war's das von dieser Woche aus diesem gesamten Mittwochs-Update von dieser Reitsport-Festival-Woche. Oh Gott, was für ein Chaos. Gut, dann würde ich sagen, bedanke ich mich bei euch ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Sage tschüss.
und bis zum nächsten Mal.